Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute ist es soweit. Heute darf auch ich mal eine große Box auspacken von der Firma Festool. Es wird aber keine reine Produktvorstellung geben, sondern was ich euch heute in dem Video zeigen will, ist die Herstellung mit Handwerkzeugen von einer Optik, die sich sägeraue Oberfläche nennt. Das Thema sägeraue Oberfläche, also im Endeffekt eine Oberfläche, die nach dem Sägen, nach dem Auftrennen von Massivholz mit einem Säge, in einem Sägegatter nicht mehr nachbearbeitet wird, die ist in den letzten Jahren immer ja, vermehrt aus dem Parkett und dann auch aus dem Möbelbereich gekommen. Das bedeutet, man nimmt diese Oberfläche, um einfach so ein bisschen was Rustikales mit in die Möbel mit einzubringen oder einfach als gestalterisches Mittel. Und ich möchte euch eine Variante zeigen, wie ihr das mit Hilfe von einem Bandschleifer und Handschleifmitteln auch zu Hause vielleicht mal probieren könnt, auch unter Verwendung von Beizen, von Öl und dergleichen. Also legen wir los und gucken uns erstmal die Maschine an. So, das ist das gute Teil. Ihr habt es vielleicht schon erkannt oder kennt das schon, das ist der Festool BS75 im E-Set. Set bedeutet, wir haben nicht nur den Handbandschleifer, sondern auch noch einen Schleifrahmen mit dabei. Dann hier so zwei Füßchen, die zeige ich euch nachher kurz. Und irgendwo muss auch noch genau dieser formschöne Staubsack sein, wenn ihr keinen Staubsauger habt. Ich mache an der Produktvorstellung, da halte ich mich kurz und knapp. Es gibt da einige Videos, die ihr auf YouTube findet, die das auch vernünftig erklären. Nichtsdestotrotz will ich ganz kurz auf die Maschine eingehen. Dieser Bandschleifer hat eine Bandlänge von 75 x 533, läuft am besten mit Gewebebändern und hat ein stattliches Gewicht von guten 4 Kilo ohne diesen Schleifrahmen. Das bedeutet auch, dass er nicht zu den handlichsten Geräten gehört, muss er aber auch gar nicht, weil in Zusammenarbeit mit diesem Schleifrahmen haben wir mit dem Gerät auch durch das Gewicht und die gute Verarbeitung die Möglichkeit, eine ebene Fläche zu schleifen, sogar Furnier. Man findet hier und da mal die Ansage, man könnte damit auch Lackzwischenschliff machen. Das halte ich für sehr ambitioniert, aber vielleicht muss man auch das mal in einem Video probieren. Falls ihr das wissen wollt, falls ihr so ein Gerät habt und sagt, kann man damit Lack schleifen, besorge ich mal gerne die Bänder. Da sitze ich ein bisschen an der Quelle, muss ich sagen, und besorge ein paar lackierte Flächen und wir gucken es uns einfach an. Wenn ihr da also Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Zuallererst mal diese Füßchen, die sind dafür da, das ist nicht schwierig zu erkennen, um sie an die eigentliche Oberseite der Maschine zu dran zu schrauben und dann kann man die nämlich umdrehen und hat sozusagen einen stationären Schleifer. Wie viel man damit machen kann, da ist der Fantasie vielleicht keine Grenzen gesetzt. Ich mache das ganze Teil jetzt auch einmal an. Ihr seht hier haben wir auch einen Drehzahlregler. Das bedeutet, wir können je nach Vorgabe des Herstellers da die Drehzahl einstellen und das auch arretieren. Wir können also einen Dauerlauf einrichten. So sieht das Ganze aus. Und dann kann man hier Einzelteile mitschleifen. Ja, das kann man machen. Es gibt da auch einen Anschlag dafür. Für Kleinteile ist das sicher gut. Aber der eigentliche Clou an der Geschichte ist eben nicht unbedingt die Montage dieser Füße, sondern dieser Schleifrahmen. Der Schleifrahmen hat hier unten auf der Unterseite solche Bürsten, die könnt ihr auch tauschen, wenn ihr also so viel Bock auf die Arbeit mit so einem Bandschleifer habt, dass ihr nach einem Jahr die Bürsten runtergeschrumpft habt, dann sind die Durchlösen der Schrauben auch einfach als Satz zu tauschen. Das ist also ganz gut gemacht. Jetzt bauen wir das mal um. Gucken uns dann in einer etwas näheren Aufnahme mal die Maschine und deren Bauteile an, machen mal einen Bandwechsel und montieren dann den Schleifrahmen. Ja, und die Kiste, die ist so groß, da könnt ihr auch ein paar Dosen Bier reinstellen für den Sommer. Wir gucken uns jetzt einmal die Unterseite von dem Gerät an. Wenn ihr so ein Gerät neu kauft, kann es sein, dass ihr an manchen Stellen etwas ölige Rückstände habt, das ist das Getriebeöl. Aber in den heutigen Zeiten ist ja Öl so knapp. Da kann man auch ein bisschen mehr Getriebeöl da reinballern, das passt schon. Also,
Hier seht ihr einen Pfeil. Dieser Pfeil markiert euch die Laufrichtung. Für was das wichtig ist, das besprechen wir gleich. Schleifband, zwei Aufnahmen für den Schleifrahmen. Hier ist die Verstellung der vorderen Schleifbandführung. Das brauchen wir, um zu gewährleisten, dass das Band schön mittig läuft. Hier ist die Abdeckung vom Riemen. Hier haben wir den Luftausstoß, den können wir verändern, einmal nach da oder einmal nach unten, je nachdem, wie wir die Maschine benutzen. Und das hier ist die Aufnahme für den Absaugstutzen. Den werden wir nachher auch mit Staubsauger benutzen, das ganze Teil. Jetzt drehe ich euch das mal um. Hier ist ein Spannhebel, der bewegt die vordere Rolle nach hinten. Somit können wir das Schleifband tauschen. So, zwei Schleifbänder sind mit im Lieferumfang dabei. Vor- und Nachteile von diesen Bändern im Vergleich zu denen, die ihr bei uns im Shop bekommt, zeige ich euch gleich. Und dann kommt hier unten ein Graphitbelag hervor, den man sich hier angucken kann. Dieser Graphitbelag hat mehrere Aufgaben. Zum einen, wenn ihr da mit den Fingern drüber geht, werdet ihr merken, dass der abfärbt. Der verringert also die Reibung zwischen Gewebeband und Lauffläche. Und der größere Vorteil ist, dass der Graphit die Temperatur, die beim Schleifen entsteht, einfach besser leitet, besser aus dem Arbeitsbereich entfernt und somit die Standzeit von Schleifmittel, also von Schleifband und auch von der Maschine deutlich erhöht. Dieser Graphit hält, ihr merkt das, der arbeitet sich ab, der hält nicht ewig, die gibt es zum Nachkaufen, die sind schon vorgebohrt, da müsste man einfach die drei Schrauben rausnehmen und hier einen neuen Graphitbelag einsetzen. Wenn ihr alte Maschinen habt, kann das sein, dass da entweder nie ein Graphit drauf war oder dass der abgearbeitet ist, könnt ihr euch zu Hause gerne mal anschauen. So, jetzt gucken wir uns einmal ganz kurz das Band an. Mitgeliefert werden hier Gewebebänder mit Aluminiumoxidkorn. Die haben eine sogenannte Überlappverbindung. Das bedeutet, dass diese Klebestelle von dem Band angeschärft oder angeschäftet wird und überlappend verklebt. Das hat den Nachteil, dass ihr auf die Laufrichtung des Bandes achten müsst. Und wenn ihr da mal auf der Innenseite schaut, ich drehe das Band mal um, werdet ihr hier Pfeile sehen. Diese Pfeile markieren euch die vorgegebene Laufrichtung von diesem Schleifband. Warum ist das so? Weil man nicht möchte, dass der Verschluss gegen diesen Graphitbelag in die falsche Richtung läuft und somit Gefahr läuft, dass der aufgeht. Die Bänder, die ihr bei uns im Shop bekommt, sehen erstmal ähnlich aus. Haben allerdings zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist, ihr seht es schon hier, wir haben hier keinen Abtrag von Schleifkorn. Das macht man bei diesem mitgelieferten Band im Festo-Lieferumfang deshalb, dass man hier keine Verschlussüberdicke hat. Ja, das nennt sich kornfreier Verschluss. Das haben wir hier nicht. Daher haben wir bei diesen Bändern hier den Vorteil, dass wir hier auch durchgehend Schleifkorn haben. Und wenn wir das Band von Ekamant mal umdrehen, seht ihr auf der Innenseite zwar auch solche Pfeile mit der eigentlich vorgegebenen Laufrichtung, die sind aber bei diesen Kurzgewebebändern mit unserem Folienverschluss zu vernachlässigen, weil der in beide Richtungen keine Gefahr läuft, sich zu öffnen. Ja? Das heißt, wenn ihr die Bänder bei Meyer nachbestellt, sind zwar auch Pfeile drauf, ihr könnt es aber vernachlässigen, beziehungsweise müsst euch da keinen Kopf machen. Nichtsdestotrotz nehmen wir jetzt einmal diese Bänder, die im Lieferumfang enthalten sind. Setzen das drauf, spannen die Rolle wieder und dann könnt ihr am niedrigsten eingestellter Drehzahl das Band anlaufen lassen und dann hier in der Justierung die Einstellung vornehmen. So, dann kommen wir jetzt eigentlich mal zu dem Hauptteil oder zu dem Star von dem heutigen Video, weil das wirklich in der Qualität auch eine vernünftige Geschichte ist.
Der Schleifrahmen. Der Schleifrahmen nimmt die BS75E auf an diesen Aufnahmepunkten hier, hat hier einen Hebel, den wir nachher noch besprechen, der für das Absenken und das Zuführen der Maschine auf die Arbeitsfläche zuständig ist. Und das Richter oder das eigentlich Grandiose an der ganzen Geschichte ist, dass ihr damit tatsächlich einen Flächenschliff hinkriegen könnt. Ohne Schleifrahmen wäre diese Maschine zwar auch eine Schleifmaschine, aber eben keine besonders genaue. Und deshalb gibt es da bei Festool und bei ein paar anderen Herstellern noch, aber es sind sehr wenige, einen solchen Schleifrahmen. Ihr setzt also einfach die Maschine auf diese Bolzen, sage ich mal, und schiebt die mit einem Klacken nach vorne. Dann ist die arretiert und reagiert jetzt auf diese Griffbewegung. Ja, drücke ich den Griff nach hinten, hebt sich die Maschine und es hebt sich also auch das Schleifband von der zu bearbeitenden Fläche. Und damit wir das genau einstellen können, gibt es hier vorne eine Schraube, eine Einstellschraube, mit der ihr wirklich mehr als genau justieren könnt, ab wann die Maschine auf die Arbeitsfläche aufsetzt. Wie macht man das? Man guckt natürlich, dass ein entsprechendes Schleifband drauf ist. Das ist jetzt Körnung 80. Ihr setzt das, die Maschine auf die Fläche auf, senkt den Griff ab, die Maschine ab. Sie hat jetzt noch keinen Kontakt zum Untergrund. Und jetzt dreht ihr einfach so lange nach unten, bis ihr merkt, dass das Schleifmittel, also das Schleifband, Kontakt zur Fläche kriegt. Ne, jetzt hört ihr es. Und jetzt stellt ihr noch ein kleines bisschen nach. Am Anfang beim Schleifrahmen, bei der Schleifrahmennutzung auch mit dem Abtrag nicht übertreiben. Jetzt heben wir die Maschine wieder an. Und jetzt suchen wir uns ein Teil, was wir mal schleifen können. Ich habe jetzt viel gesucht, ob ich eine Platte finde oder ein Teil, was ich mal flächig schleifen kann. Und dann kam mir aber die Idee, warum ich nicht einfach die Hobelbank abschleife. Die habe ich nämlich eh das ein oder andere Mal beim Beizen oder beim Ölen versaut. Und wenn wir was Flächiges haben, dann doch diese formschöne Hobelbank. Das werden wir jetzt also mal machen. Ihr seht, ich habe den Staubsauger, den ich sogar eben extra nochmal geleert habe, angeschlossen. Nichtsdestotrotz erwarte ich aber, dass es doch zu einer gewissen Staubentwicklung kommt. Ja? Ihr könnt hier auch den etwas größeren Durchmesser vom Staubsaugerschlauch nehmen, dann wird es noch mal besser, die Absaugung. Nichtsdestotrotz ist da einfach mit Staub zu rechnen. Deshalb seht ihr mich in dieser formschönen, entenartigen Staubmaske und mit der Schutzbrille. Und jetzt legen wir mal los und gucken mal, ob das Teil hier auch hält, was es verspricht. Noch eine kurze Sache zur Arbeitsweise. Zuallererst möchte ich nichts als Lob, weil ich mir sogar noch einen Gehörschutz geholt habe. Und zum anderen gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie wir hier die Maschine führen. Grundsätzlich ist es so, wenn ihr, je näher ihr an den Endschliff rankommt, je feiner ihr also schleift, desto eher solltet ihr die Maschine so führen, dass das Band in Faserrichtung läuft. Warum? Wir können die Maschine natürlich auch so nutzen, dann haben wir eine größere Kalibrierwirkung, weil das Band im 90-Grad-Winkel zur Faser schleift. Aber das macht dann halt eben auch ganz schön extreme Kratzer und die sind mitunter nicht so richtig spaßig zum Ausarbeiten. Und ihr wollt ja selbst auf einer Hobelbank, was jetzt irgendwo keine Möbeloberfläche ist, aber so eine komplett verkratzte Fläche anstelle von einer verkleckerten Fläche, wollen wir auch nicht haben. Das bedeutet, ich fange jetzt also mit der Körnung 80 einmal an, hier im ungefähr 45 Grad Winkel zu arbeiten, damit ich hier die Unebenheiten, die natürlich auch hier haben wir Massivholz, ja, Holz arbeitet immer, höre ich jetzt meinen alten Meister noch sagen, meinen Lehrmeister, dass wir das ein bisschen entfernt kriegen. Das Diagonale bei der Maschine hat auch den Vorteil, dass ich also auch hier rübergehen kann, selbst an der Vorder- und an der Hinterzange kann ich dann also so ein bisschen in die Fläche gehen und erst wenn wir die nächst feinere Körnung wählen, also hier würden wir von Körnung 80 auf Körnung 1 Kornsprung, also auf Körnung 120 wechseln und dann denke ich, entweder machen wir dann noch Körnung 180 oder wir lassen es schon gut sein, weil wie gesagt, ist ja eine Arbeitsoberfläche, aber zumindest sollte die dann wieder schöner aussehen als jetzt. Wir fangen mal an und machen uns ein Bild und sehen uns dann gleich mit einer fertig geschliffenen Hobelbank. Bis gleich.
Was mir eingefallen ist, was ich euch natürlich noch zeigen kann oder muss bei so einer Maschine, sind solche Schleifbandreiniger. Die kennt ihr bestimmt auch schon, hat es auch schon ein, zwei Mal Erwähnung in den Videos, die wir gedreht haben. Aber insbesondere bei der Verwendung von, ja, insgesamt eigentlich Bandschleifern, macht es wirklich Sinn, weil ihr werdet sehen, dass ihr dieses Band jetzt hier relativ schnell, wir lassen es langsam laufen, dann ziehen wir hier ein, zwei Mal diesen Stift drüber, der ist aus Gummi, und dann können wir das wirklich von den Holzspänen und von dem Holzstaub befreien. Wenn man das, denke ich, alle 5 bis 10 Minuten einmal macht, kommt man schneller voran, hat länger an dem Schleifband, das kostet ja auch sein Geld, und das Ding hält euch echt ewig. Ja, verlinken wir unter der Videobeschreibung. So, ich habe mich jetzt mal entschlossen, hier das Festölband runterzunehmen und mal ein Band aus dem Shop von Ekaman drauf zu tun, mit der Hoffnung, dass das ein bisschen schneller geht. Aber keine Kritik am mitgelieferten Band, hat auch geschliffen. Irgendwie, so ein bisschen. Körnung 80 haben wir jetzt einmal geschliffen. Jetzt überspringen wir eine Körnung. Nach 80 kämen 100. Deshalb habe ich jetzt hier ein 120er Band, wieder mit dem Folienverschluss. Damit schleifen wir jetzt noch einmal die ganze Fläche fein über. Und dann ölen wir das Ganze. Und dann sind wir fertig mit der Fleißarbeit. So, wir haben das Ganze jetzt einmal geschliffen. Wer das jetzt übertreiben möchte, wir haben also Schleifbänder bis Körnung 400, glaube ich, im Sortiment. Für mich bleibt das eine Hobelbankoberfläche und irgendwie kein Tanzparkett. Deshalb lasse ich es jetzt einmal gut sein. Grundsätzlich, was man merkt, ist einfach, dass durch den Schleifrahmen ist das ein super entspanntes Arbeiten. Das Gewicht der Maschine ist da eher der Vorteil, ja? Ihr müsst sie also gar nicht richtig drücken oder irgendwie da irgendeine Maschinenbewegung ausgleichen, sondern das Maschinengewicht und eine vorherige saubere Einstellung und eine ganz langsame Führung reicht aus. Wir haben uns das einmal angeguckt, also da sind weder irgendwelche Versätze drin, weil das Schleifband gekippt ist, und selbst diese Außenkanten und die Zangen konnte man gut schleifen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber man kann sich wirklich an das Gerät gewöhnen. Es ist sicherlich bei kleinen Flächen das Problem, dass der Schleifrahmen vielleicht schnell abkippt. Da kann man sich ja dann irgendwo seitlich was in gleicher Stärke dazulegen. Die Hohlbank haben wir jetzt erstmal gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch damit auch mal zeigen, dass da wirklich, wir haben jetzt 40 Minuten investiert, Schleifzeit. Da sind noch ein paar Riefen, ein paar Abdrücke drin, aber wie gesagt, ein bisschen Patina soll das Ding ja auch haben. Jetzt muss da wieder eine Beschichtung drüber. Ich habe hier noch eine alte Dose Danish Oil gesehen. Ich nehme zum Einarbeiten, dass wir gleich weitermachen können, auch wieder hier unser Fließpad.
Man kann das aber genauso gut mit einem Pinsel oder mit einem Baumwolllappen machen. Und dann lassen wir das einmal abtrocknen und dann kommen wir zu dem eigentlichen Thema von dem Video, nämlich Herstellen von der sägenrauen Oberfläche. Aber zumindest ist die Hobelbank für Wolfgar wieder schön und vielleicht, aber auch nur vielleicht, gebe ich mir beim nächsten Beizen auch ein bisschen mehr Mühe oder lege was unter. Vielleicht, kann es euch nicht versprechen. Gar nichts werde ich unterlegen, das ist eine Hobelbank, ihr Pfeifen. Mann, Mann, Mann. So, dann haben wir das einmal eingeölt. Asipets, ich mag die. Ihr müsst die aber nicht. Müsst ihr nicht auch gut finden. Ich hole jetzt die Sachen für das ganze Thema sägeraue Oberfläche und bin gleich wieder da. Was ich euch jetzt zeige, ist die Herstellung von einer sägerauen Oberfläche. Ich weiß, ist sicher nicht jedermanns Fall, muss einem gefallen. Ich will es euch auch nur zeigen, dass man da gestalterisch ein bisschen was vom Design her machen kann. Was brauchen wir da zuerst? Zuallererst haben wir hier auf den Bandschleifer ein P24er Band, das heißt 24er Körnung draufgezogen. Das ist so ziemlich das Gröbste, was es im Moment hier im Shop zu kaufen gibt. Man könnte da noch gröber gehen, aber dann ist die Maschine nicht mehr so richtig die passende, sondern dann ist das schon eine industrielle Anwendung. Deshalb bleiben wir hier bei Körnung 24. Dann habe ich mir hier Musterplatten zugeschnitten und die werden wir jetzt mit der Körnung 24 einmal quer zur Faser ohne Schleifrahmen so ein bisschen auch mit einer Bewegung schleifen, dass wir die Oberfläche quer zur Faser einmal aufreißen. Dann beizen wir das und dann sehen wir uns wieder vom letzten Arbeitsschritt. So, ich habe es euch ja gesagt, jetzt nehme sogar ich mal Folie, damit wir ja die tolle Hobelbank nicht einsauen. Boah, das sind Farben echt für gesunde Augen. So, jetzt hier natürlich ein sehr freundliches Grün. Was eine Farbe. Leute, Leute, Leute. Es ist doch nur ein Beispiel. Ich lese schon die Kommentare. Das sieht ja furchtbar aus. So streich doch keine Möbel, Freunde. Due. So, wir beizen das jetzt hier einmal. Könnt ihr alles Mögliche nehmen. Ich habe jetzt hier einmal die Mylands Beizer. Das ist Mahagoni. Kann man natürlich auch mit dem Pinsel machen. Ich hätte jetzt auch wieder unser Fließpad nehmen können, aber jetzt habe ich ja eine Unterlage. Jetzt kann ich auch ein bisschen rumsauen. Die Flächen sind alle einmal gebeizt. Über die Farbe lässt sich streiten. Weiß ist auch nicht so ganz weiß rausgekommen. Wir nehmen es trotzdem mit rein. Und jetzt geht es einfach darum, die Oberfläche von diesen sehr grob angeschliffenen Musterplatten
wieder abzuschleifen, anzuschleifen. Dann kommt das helle Holz der Multiplexplatte, also der Birke, wieder raus. Und dann ölen wir das am Ende einmal und dann zeige ich euch, immer eine Hälfte werde ich ein bisschen stärker schleifen von der Platte, die andere Hälfte werde ich nur so ankratzen und dann möchte ich euch einfach damit zeigen, wie ihr da gestalterisch Einfluss habt auf die Art und Weise der Optik. Das könnt ihr mit einem Schleifklotz machen. Das geht, ja, habe ich hier auch einmal diese Netzschleifscheibe drauf. Da ich aber tendenziell eher ein bisschen faul bin, mache ich es mit dem Extender und einer entsprechenden Scheibe. Ihr könnt jetzt einmal hier die drei Musterblattnummer sehen. Wie gesagt, die weiße Platte, da hat man kaum Unterschied gesehen. Die habe ich gleich mal unter der Hobelbank verschwinden lassen. Ich habe immer hier auf dieser Seite ein bisschen mehr geschliffen. Da seht ihr, wird die Optik dann einfach automatisch heller. Das Ganze ist einmal geölt. Noch ein bisschen mehr Tiefe von der Oberfläche kriegt ihr natürlich, wenn ihr das lackiert. Aber ich denke, ihr habt gesehen, worauf ich hinaus wollte. Ansonsten haben wir heute einiges geschafft. Wir haben uns die Maschine angeguckt. Wir haben eine neue Oberfläche produziert oder die mal getestet. Ich würde sagen, wir dürfen heute alle barfüßig ins Bett, wie man so schön sagt. Wenn ihr das Video durchgehalten habt, sage ich vielen Dank. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und ich räume jetzt ein bisschen die Werkstatt auf, damit Wolfgang mir nicht den Hals umdreht und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüssi.